Alles klar. Ziele werden erscheinen. Los, ja, es dauert aktuell noch ziemlich lange, bis wir dann wieder schauten können. Je besser wir werden, umso kürzer wird diese Zeit. Impressive. Your thumb is precise. You show great promise, Dragonborn. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Master Bori? Wo bist du, Master Bori? Hallo, Master Bori, ich soll dir folgen. Ich soll dir folgen zu der Courtyard, wo wir dann ein bisschen lernen werden. Lernen werden, wie wir schreien können. Wohlgemerkt. Yep, das sieht schon ein bisschen stärker aus als das Fuß, was wir vorher hatten. Das Fuß, was wir vorher hatten. Ja. Yeah. Und ich glaube, damit können wir dann auch Bogenschützen unterbrechen und solche Sachen. Also definitiv nützlich. Tag, Bori. We will now see how you learn a completely new shout. Master Bori will teach you Wuld, which means whirlwind. Wult. Der wird auch nützlich, theoretisch. Okay, Wirbelwindsprint haben wir. Wird definitiv nützlich. Master Wulfgar will demonstrate Whirlwind Sprint. Then it will be your turn. Master Bori? Vex! Wulf Akas! Now, it's your turn. Okay. Stand next to me. Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. Vex! Ups, Entschuldigung dafür. Weiteres Training bei Angir. Your quick mastery of a new Thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Ich dachte, danke, was können wir als nächstes machen? You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ustengraf. Remain true to the way of the voice, and you will return. Genau. Und das ist jetzt, Sky, guard you. Das ist jetzt, glaube ich, die Quest, die wir nicht mehr machen dürfen, wenn wir keine Drachen bekämpfen wollen. Doch, das ist The Horn of Jürgen Windcaller. Die können wir theoretisch auch noch machen. Nach Ustengraf. Und dann kriegen wir die nächste Quest. Die dürfen wir nicht machen, aber die hier ginge noch. Ustengraf. Dann muss ich mal schauen, wo ist denn Ustengraf? Find Location. Usten. Kann ich hier eintippen? Usten. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Mein Leben wurde gerade viel einfacher. Dawnstar oder Mortal. Am besten ich gehe nach Mortal und reise da von da aus einfach nach Norden. Nordtal.
Nur leider sind wir jetzt natürlich hier oben. Und es ist nicht ganz so lustig, von hier oben wieder nach unten zu kommen. Ich schau mal, ob man bei den anderen Greybeards noch was lernen kann. Ich glaube aber nicht. Bitte. Bitte sag mir nicht, dass du das als feindlich wahrnimmst. Sky above, voice within. So heißt ein Lied tatsächlich. Ja. Mit denen kann man, glaube ich, nicht mehr sprechen und leider kann man auch nicht schneller wieder nach unten. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurückreiten. Ich werde das mal offscreen tun und wir sehen uns unten in Ivarstadt. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder nach Ivarstadt geritten von da oben aus. Es hat erstaunlicherweise gerade mal 2 Minuten oder so gedauert. Von hier aus wollen wir jetzt auf jeden Fall nach Mortal und werden uns nach Ustengraf begeben. Ich denke, dass wir dazu keine weitere Vorbereitung brauchen. Ustengraf ist nämlich... Sag mal, mir fällt da gerade was auf, wieso nehme ich Eola nicht mit? Eola hat Feuerzauber und so, sie wäre hilfreich. Okay. Ja? Ich möchte gern nach Markarth. Boah, es ist jetzt natürlich teuer. Tja, Schnellreisen kostet halt Geld. So ist es nun mal. Ich denke mir aber gleichzeitig, dadurch, dass ich hier Geld ausgebe, werde ich nicht so oft gestoppt und Schnellreise ist halt die einzige sichere Reisemethode hier in Requiem. Insofern. Okay. Wir sind jetzt in Markarth. Wir holen Eola ab als Gefährtin und werden mit ihr zusammen dann nach Ustengraf reisen. Eola ist die Kannibalenalte. Sie befindet sich in Reachcliff Secret Entrance. Ich bin jetzt dahin schnell gereist. Ich wollte eine Markierung machen. Vergebt mir einfach, das war ein Fehler. Also, ich werde jetzt nicht extra zurück schnell reisen oder so. Sondern werde einfach mal darauf vertrauen, dass ihr versteht. Was läuft da hinten? Ist das ein Werwolf? Was ist das? Ich habe Angst, aber ich will wissen, was es ist. Was zur Hölle? Da war gerade was Komisches, wirklich. Okay, was auch immer es ist, es hat mich gesehen. Was zur Hölle? Was ist das? Das ist ein Gargoyle. Nein, das ist kein Gargoyle. Das ist... Was ist das? Ich habe dieses Vieh noch nie gesehen. Das ist ein Gargoyle. Alter. Was können die nochmal? Scheiße! Zu viel. Zu viel. Okay, Wolf. Danke für deine Hilfe. Weg. Weg. Wasser. Wasser ist die beste Wahl. Mit der Strömung schwimmen, einfach fliehen. Wir haben keine Chance gegen Gargoyles, wir sind zu schwach dafür. Okay. Er hat zum Glück, er ist aus Stein, er kann nicht einfach in das Wasser springen. So, als erkläre ich das jetzt mal storymäßig. Ich würde gerne mal was probieren. Was passiert, wenn ich jetzt Fuß roh mache? Wie funktioniert das? Wäre das denn eine Unterbrechung? Daneben getroffen. Nicht so gut. Und er kann schwimmen. Weg. Einfach weg. Ihr müsst euch vorstellen, wie ich das mit einem breiten Grinsen sage. Und ich genau weiß, dass ich gerade mitten in der Scheiße bin. Denn da hinten ist ein Zeltlager von irgendwem. Und ich weiß nicht, wem es gehört. Und hinter mir ist ein verfickter Gargoyle. Hi. Hi, Leute. Wolltet ihr schon immer mal einen Gargoyle kennenlernen? Hier ist gar niemand. Gargoyle. Goyle greift mich gar an. Gargoyle greift mich an. Wir schlafen eine Runde. Boah. Ich will mich heilen. Healing Pultus, genau, warum nicht? So, ich wollte ja eigentlich Eola Eala. Eo.
mitnehmen. Eo, Eo, Eola. Eola, Eola. Olea. Ole, 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 ola. Tach, Gargoyle. Ich riskiere jetzt mal was. Meistens die letzten Worte. Pferd, lass mich in Ruhe. Oh nee, Juniper! Ich will in den Reachcliff Cave Secret Entrance, denn da drin ist Eola und... Naja, ihr wisst schon, Eola. Wir haben ja eigentlich was ganz anderes vor. Wir hatten einen Plan, bevor uns dieser Gargoyle plötzliches Ungemach bereiten konnte. Wieso ist hier überall Blut? Denke mal, das gehört zur Innenausstattung. Also eigentlich habe ich Eola hier erwartet. Da ist sie. Tach. Habt ihr noch Menschenfleisch? Nein, damit hätte ich mich halt heilen können. Schade. Darf ich auch nicht vergessen. It's an honor to see you, the keeper of Namira's ring. Folge mir. Lead the way. Sie kann voll lässig aufstehen. Und was sie auch kann, ist mir bei dem Gargoyle helfen, falls der mich weiterhin verfolgt. Healing Poultice ist leider eine Verschwendung gewesen. Oh, doch nicht. Ich dachte, weil ich ihn im Kampf genommen hatte. Was hast du für ein Schwert? Namira, watch over you, champ. Ich nehme das mal kurz, das, was da liegt. It's an honor to see you, the keeper of Namira's ring. What do you want me to carry? Ja, sie hat nur irgendein Gammel-Stahlschwert. Nimm das da mal. Und ich gebe dir dann gleich das Feuerschwert. Stimmt, ich habe ein Feuerschwert. Das wäre nochmal eine schöne Synergie mit ihren Feuerzaubern. So könnte ich definitiv sicher gehen, dass sie gegen die Trauger mit Feuer kämpft. Und Feuer gegen Untote ist meistens sehr schön. Was passiert jetzt? Wird der Gargoyle vor der Tür auf mich warten? Es bleibt spannend. Er ist weg. Okay, also Gargoyles. Wenn ich vor Gargoyles fliehen muss, dann warte ich am besten, bis es Tag wird. Denn die scheinen tagsüber zu verschwinden. So, Eola ruft ihr Pferd herbei. Ein weißes Ross, wie es auch schon bei Lydia der Fall war. Ich denke, das ist wahrscheinlich bei allen Charakteren so, die kein spezielles Pferd haben. Okay, wo will ich jetzt hin? Nach Mortal. Ja, wird lustig. Was heißt das wird lustig? Das wird wirklich lustig. Markier mal kurz. Markat. Markiercut. Das war ein bisschen zu weit nördlich, findest du nicht? Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Norden. Jetzt hier abbiegen. Und wir sollten Markat schon sehen. Ich habe ein Level-Up, ich weiß. Die Sache ist halt, ich kann das erstmal machen. Ich gehe auf Health wegen meiner Boni. Wegen meiner Protection und so. Die Sache ist halt, ich könnte... theoretisch einen Perk in Two-Handed stecken, möchte ich jetzt noch nicht. Was viel interessanter wäre... wäre Speechcraft. Der rechte Tree. Law of the Tomb. You've been studying the law of the Shouting and the Dragon's Alphabet. Thus you can use your tomb more often. Wir können also häufiger schreien. Und dann gibt's hier noch Destructive Urge, was Yol verstärkt. Wahrscheinlich muss man erstmal Law of the Tomb lernen, bevor man Yol verstärken kann. Boah, das Problem ist leider, wir haben Yol ja noch gar nicht. Ich weiß, dass ich das skillen werde, aber noch haben wir Yol nicht. Was ist das da? Harness the word of yet another word of power. The might. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ey, ich speichere mal und skill das mal und guck, ob irgendwas passiert. Was macht das wohl?
Ah, ich glaube, ich verstehe es. Habe ich mir gedacht, okay, also Requiem hat praktisch einen Punkt in dem Tree, wo man Perk-Punkte gegen Drachenseelen austauschen kann. Heißt, ich habe jetzt eine Drachenseele für einen Perk-Punkt bekommen. Ich weiß leider nicht, ob sich das wirklich lohnt. Und ich werde mal kurz drüber nachdenken. Wir sehen uns gleich wieder.